So in etwa sieht es seit rund einem Monat jeden Dienstag auf dem Schweriner Marktplatz aus. Anfang Mai fand das erste Konzert vor dem Säulengebäude im Rahmen der Initiative Musikclub statt. Der Musikclub ist ein Netzwerk von Künstlern. Regionale Bands wollen mehr Leben auf dem Schweriner Markt bringen. Das Motto lautet: immer dienstags, immer ab 19 Uhr, immer auf dem Markt. Am 30. Mai traf unser TV-Team die zwei Initiatoren, Martin Neuhaus und Carsten Stottko. Wir wollten mehr über deren Idee und die Auftritte auf dem Schweriner Markt erfahren. Der ist ja nur, wenn ihr euch hier umdreht, eigentlich wochentags ziemlich tot, ne? Und deswegen haben wir uns auch den Dienstag ausgesucht. Einmal stört man da keinen. Ist wirklich, glaube ich, der unsexieste Wochentag. Und darum kannst du da jetzt nochmal was probieren. Und tatsächlich merken wir, ja, da kommen ein paar Leutchen. Und wenn es nachher so ein kleines Event oder Festivalcharakter hat, ist das auch ganz schön. Der Musikclub ist offen für Bewerbungen von Musikern aus allen Genres. Auf der Website www.musikclub.com können die Künstler mit den Organisatoren in Kontakt treten. Na, wenn wir jetzt so die letzten zwei Jahre gesehen haben, dann haben wir gesehen, dass Kultur hinten runtergefallen ist, ne? Und gerade auch junge Bands aus der Region, aus MV, haben es einfach relativ schwer, Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen. Und wir haben gesagt, wir machen Straßenmusikkonzerte, relativ einfacher Zugang für alle. Die Leute können vorbeikommen und können damit den Künstlern eine Bühne bieten einfach. Die Schweriner Musikschule Ataraxia ist einer der wichtigsten Partner des Musikclub. Wöchentlich kommt von der Ataraxia-Schule eine Vorband für die Auftritte am Markt. Wer sich für die Live-Musik unter freiem Himmel im Flair der Schweriner Altstadt begeistert, sollte also unbedingt vorbeischauen. Bis September werden die Auftritte an den Dienstagabenden stattfinden. Als nächstes steht am 7. Juni der Auftritt von Arthur und Band mit deutschsprachigem Poprock aus Greifswald an.